In diesem Video schauen wir uns die innerbetriebliche Leistungsverrechnung an, nach dem Gleichungsverfahren bzw. nach dem mathematischen Verfahren. Das ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Wir bleiben dabei bei dem Beispiel der beiden vorigen Videos, insbesondere das Beispiel, wo wir die Primärkostenumlage gemacht haben. Falls ihr es nicht gesehen habt, hier ist das nochmal das Beispiel. Die Großstahlbau GmbH produziert großdimensionierte Metallkonstruktionen, wie zum Beispiel Hallen- und Industriebauten, Trägerkonstruktionen für Hochhäuser, Stahlbrücken, Kesselanlagen für die Energiewirtschaft sowie Großbehälter und Container für den Gütertransport. Die Kostenrechnung des Unternehmens weist zwei Hilfskostenstellen und vier Hauptkostenstellen auf. Einmal die Hilfskostenstelle 1, das ist Dampf, und die Hilfskostenstelle 2, das ist Strom. Dann haben wir noch die vier Hauptkostenstellen, Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. So, weiterhin ist gegeben, dass die Leistungen folgender Verflechtung aufweisen. Insgesamt erzeugt die Hilfskostenstelle 1 im Abrechnungszeitraum so viel Dampf, das sind 22.500 Kubikmeter. Die Hilfskostenstelle 2 erzeugt insgesamt 150.000 Kilowattstunden Strom. Und hier haben wir dann die Leistungsbeziehungen innerhalb des Unternehmens. Das heißt zum Beispiel, Hilfskostenstelle 1 hat an Hilfskostenstelle 2 quasi 4.500 Kubikmeter Dampf geliefert und umgekehrt hat Hilfskostenstelle 1 von Hilfskostenstelle 2 30.000 Kilowattstunden Strom in Anspruch genommen. Und die Beziehungen dann zu den Hauptkostenstellen sind hier unten. Die Aufgabenstellung lautet jetzt, ermitteln Sie für das Beispiel die innerbetrieblichen Verrechnungspreise für die Hilfskostenstellen 1 und 2 mithilfe des Gleichungsverfahrens und führen Sie die Kostenumlage im Betriebsabrechnungsbogen durch. Allgemein lautet die Formel für diese Art der Verrechnung ja wie folgt. Also primäre Gemeinkosten der Hilfskostenstelle plus von anderen Hilfskostenstellen zugerechnete sekundäre Gemeinkosten ist gleich die erstellte Leistung der Hilfskostenstelle. Alles in Eurobeträgen und diese Gleichung stellen wir für jede Hilfskostenstelle auf. Und jetzt werden wir einfach mal nach und nach die Werte für diese Gleichung uns zusammensuchen, und zwar für die Hilfskostenstelle 1. Erstmal, also wir fangen einfach an, der erste Posten, primäre Gemeinkosten der Hilfskostenstelle. Wenn wir da zurückblicken in das erste Video zu dem Thema, hatten wir bei der Kostenumlage der primären Gemeinkosten herausgefunden, dass die Hilfskostenstelle 1 insgesamt primäre Gemeinkosten in Höhe von 27.000 Euro hatte. Diesen Wert übernehmen wir jetzt einfach hierhin. Und das haben wir jetzt schon mal eingetragen. Dann brauchen wir noch, brauchen wir noch von den anderen Hilfskosten zugerechnete sekundäre Gemeinkosten. Also das, was uns von anderen Hilfskostenstellen quasi in Rechnung gestellt wird. Dazu schauen wir einfach in unsere Verflechtung rein. Wir sehen, dass die Hilfskostenstelle 1 von der Hilfskostenstelle 2 30.000 Kilowattstunden Strom in Anspruch genommen hatte. Das übertragen wir hierhin. Das ist jetzt noch kein Eurobetrag. Deswegen müssen wir das noch mit einem Verrechnungspreis bewerten, und zwar dem Verrechnungspreis der Hilfskostenstelle 2. Wir wissen nicht, wie hoch der ist, also nennen wir den erstmal abstrakt P2. Und dieses P2 wird dann eben sein Euro pro KWH, und Sie sehen, dann bleibt nur noch Euro übrig. Ne? So, bleibt hier nach dem Gleichzeichen noch übrig die erstellte Leistung der Hilfskostenstelle selber. Die Hilfskostenstelle 1 hat insgesamt selber 22.500 Kubikmeter Strom erstellt. Das übernehmen wir hierhin. Und wiederum gilt, das ist jetzt noch kein Eurobetrag, das müssen wir übersetzen in Euro. Und womit bewerten wir das? Naja, dem Verrechnungspreis der Hilfskostenstelle 1. Den kennen wir auch noch nicht, nennen wir also erstmal abstrakt P1. Und das hat die Dimension Euro pro Kubikmeter. Und dann kommen am Ende Euro raus. Also haben wir hier Euro und hier Euro. Und das hier wäre dann eben die Gleichung in diesem Verfahren für die Hilfskostenstelle 1. Wie Sie sehen, ist es eine Gleichung mit zwei Unbekannten, P1 und P2. Das können wir nicht lösen. Aber was wir machen können, ist, wir können eine äquivalente Gleichung für die Hilfskostenstelle 2 aufstellen. Dann
haben wir zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten und die können wir dann gegeneinander auflösen. Das Aufstellen der zweiten Gleichung, also das für die Hilfskostenstelle 2, das mache ich jetzt nicht explizit, das können Sie gerne selber machen. Am besten drücken Sie dann jetzt auf Pause und rechnen erstmal, bevor Sie das Video weiter anschauen. Ich habe jetzt mal die beiden Formeln für die Gleichungen, also ich habe die beiden Gleichungen mal sauber hier aufgeschrieben. Das erste, das hatten wir eben zusammen abgeleitet, 27.000 Euro plus 30.000 kWh mal P2 ist gleich 22.500 Kubikmeter mal P1. Und das gleiche ist für die Hilfskostenstelle 2, ist dann eben 16.200 €, das sind die eigenen primären Gemeinkosten, dann die 4.500 Kubikmeter Dampf, die Hilfskostenstelle 2 von HECO 1 in Anspruch genommen hat, mal den Verrechnungspreis der HECO 1, muss gleich sein, die eigenen erstellten Leistungen insgesamt, 150.000 Kilowattstunden, mal dem eigenen Verrechnungspreis. Jetzt haben wir zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Im nächsten Schritt stellen Sie einfach eine der beiden Gleichungen um, nach P1 oder P2 und setzen dann in die andere ein. Das mache ich jetzt nicht Schritt für Schritt für Sie. Ich denke, das ist ein bisschen langweilig. Das können Sie gerne in jetzt selber nachvollziehen. Am besten jetzt Pause drücken, bevor das Video weitergeht. Ich überspringe das einfach und zeige Ihnen einfach, was rauskommt, wenn Sie das gemacht haben. Und zwar haben wir dann als Verrechnungspreis der Hilfskostenstelle 1 1,4 Euro pro Kubikmeter. Und für die Hilfskostenstelle 2 haben wir als Verrechnungspreis P2 0,15 € pro Kilowattstunde. Und mit diesen Verrechnungspreisen können wir jetzt alle erbrachten Leistungen in der Verflechtung bewerten. Wie immer, bevor wir in den Betriebsabrechnungsbogen springen, Preise tauchen jetzt nicht auf, P1 war 1,4 € pro Kubikmeter und P2 waren 0,15 € pro Kilowattstunde. Genau. Wir tragen jetzt die entsprechenden Beträge in die Verflechtung ein. Wir sehen als erstes, machen wir erstmal für Hilfskostenstelle 1. Hilfskostenstelle 1 hat geliefert an Hilfskostenstelle 2 4.500 Kubikmeter Dampf. Wenn wir das mit 1,40 Euro pro Kubikmeter bewerten, macht das 6.300 €. Dann haben wir hier 7.000 Kubikmeter Dampf an Materialstelle mit 1,40 Euro bewertet, sind 9.800 €. Die Fertigungsstelle hat 11.000 Kubikmeter Dampf gebraucht, macht 15.400 €. Und das war's schon an Dampf. Dann Hilfskostenstelle 2. Erstmal das, was sie an Strom geliefert hat an die andere Hilfskostenstelle, nämlich 30.000 Kilowattstunden, bewertet mit 15 Cent pro Kilowattstunde, macht 4.500 €. Dann haben wir noch 80.000 Kilowattstunden, die von der Fertigung, 20.000 Kilowattstunden von der Materialstelle, die sind 3.000 € wert. Die 80.000 Kilowattstunden von der Fertigungsstelle sind 12.000 €. Dann haben wir noch jeweils 10.000 Kilowattstunden von Verwaltung und Vertrieb mit 15 Cent pro Kilowattstunde bewertet, sind das 1.500 € jeweils. Mit diesen Beträgen gehen wir jetzt in den Betriebsabrechnungsbogen. Na, da war's. Und so sieht das dann aus, wenn wir die Zahlen in den Betriebsabrechnungsbogen übertragen. Wir haben hier, das ist hier, habe ich die Gemeinkostenarten rausgeschnitten, damit wir mehr Platz auf der Folie haben. Die Hilfskostenstelle 1 legt ihre Gemeinkosten um auf alle anderen Kostenstellen. Das waren diese Beträge hier. Und wenn wir das zusammenrechnen, sehen wir, da kommt jetzt mehr raus, als wir ursprünglich an primären Gemeinkosten hatten. Und zwar genau der Betrag mehr, den wir von Hilfskostenstelle 2 in Rechnung gestellt bekommen. Deswegen haben wir in der Summe der umgelegten Kosten einen Betrag, der größer ist als die vorher berechneten gesamten Gemeinkosten. Das gleiche gilt für Hilfskostenstelle 2. Hilfskostenstelle 2 legt ihre Gemeinkosten komplett um auf alle anderen Kostenstellen, also an Hilfskostenstelle 1, an Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. Macht in der Summe 22.500 € und auch das ist größer als das, was wir ursprünglich an primären Gemeinkosten hatten, aber genau um den Betrag größer, den wir in Rechnung gestellt bekommen haben von Hilfskostenstelle 1 für den Dampf, den wir verbraucht haben. In der Summe haben wir dann also wieder, dass die Gemeinkosten der Hilfskostenstellen genau umgelegt sind, also dann 0 sind und dann eben umgelegt wurden auf alle anderen
auf alle Hauptkosten stellen, sodass sich die Summe derer Gemeinkosten erhöht haben. Das war's.